sind Emotionen Kommunikationssignale? Das ist ganz einfach, wenn auch nicht immer ganz einfach zu glauben. Wir brauchen Emotionen, um unsere Botschaften zu senden. Wäre das unnötig, dann könnten wir alle, und zwar wirklich alle Botschaften, die wir senden, in sachlicher Beamtenprosa auf ein Blatt Papier schreiben. Und auf diesem Blatt Papier, das wir dann rübergeben zu unserem Partner, wären alle Informationen und auch alle motivationalen und energetisierenden Aspekte der Botschaft enthalten. Dass das nicht funktioniert, weiß jeder. Wir brauchen dazu den Begriff des Wertes. Wir brauchen dazu ein Wertesystem. Wir brauchen dazu den Begriff des Wertes. Ein Wert ist etwas, das uns wichtig ist. Ganz einfach definiert. Jeder Mensch und damit jeder hoffentlich in dieser Telco hat ein Wertesystem. Das heißt, hat einen Sinn dafür, was ihm oder ihr wichtig ist in ihrem Leben. Und jede Emotion, insbesondere die jetzt gleich sich entwickelnden 5 Basisemotionen, sind untrennbar mit diesem Wertesystem verknüpft. Das heißt, eine Berührung, das ist der allgemeine Oberbegriff, eine Berührung des Wertesystems erzeugt eine Emotion. Und jetzt kommt es ganz spezifisch auf die Art dieser Berührung an, um herauszufinden, welche Emotion es ist.